Seit einiger Zeit schon verwende ich ja den Peltor Sportag aktiven Gehörschutz. Dieser wurde mir freundlicherweise von der Firma 3M Peltor zur Verfügung gestellt zum Testen, auch für einen Langzeittest. Und ich habe jetzt die Möglichkeit gehabt, den Sportag im Vergleich zu meinem bisher verwendeten Howard Light Impact Sport ausgiebig zu testen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin von dem Peltor super, super begeistert. Das bedeutet nicht, dass der Impact Sport von Howard Light, jener hier, ein schlechter Gehörschutz ist. Ganz im Gegenteil, ich stehe nach wie vor dazu, dass dieses Ding ein super Teil ist. Allerdings merkt man auch, gerade bei dem Sporttag, den Preisunterschied. Wo der Sporttag von Peltor im Schnitt so bei 130 Euro Anschaffungspreis liegt, liegt der Howard Light so bei 40, 50 Euro, 60 Euro vielleicht in dem Dreh. Und man merkt das halt auch. Alleine die Dämpfung, die ist bei dem Peltor super. Schaumstoffeinsätze sind sehr dicht am Ort, dass sie also auch wirklich vor Impulsgeräuschen schützen. Die Elektronik funktioniert absolut tadellos, muss man ganz ehrlich sagen. Ich habe leider Gottes bei dem Howard Light, habe ich jetzt auch wieder festgestellt, hier und da mal Störfrequenzen drin. Gerade so, wenn man irgendwo im Bereich näher dran ist an irgendwelchen Leuchtstoffröhren oder ähnliches. Und das ist teilweise ziemlich unangenehm. Ich höre auch bei dem Impact Sport, und das sind so Sachen, die kommen halt mit der Zeit raus, wenn irgendwo Smartphones in der Nähe sind, hört man diese di, wenn die Impulse da rausgehen. Hört man teilweise in den Dingen. Das konnte ich jetzt bei dem Peltor zum Beispiel noch nicht feststellen. Die Ohrpolster sind super, super weich und schließen hervorragend ab. Bei dem Howard Light sind sie auch komfortabel, aber sie sind eher ein bisschen steifer. Und dadurch verliert sich vielleicht auch, gerade wenn man eine Schutzbrille auf hat oder eine normale Brille, ein bisschen die Dämpfwirkung, weil sie halt nicht vollständig um das Ohr herum abdichten. Sehr schön finde ich halt auch, per Druckknöpfe hier, drei Stück, kann ich einschalten, ausschalten, inklusive eines Signaltons. Das heißt, ich schalte ihn ein, bekomme diesen Piepton, ich schalte ihn wieder aus, bekomme ich einen anderen Piepton als Signal, dass ich ihn ausgeschaltet habe. Nach, ich glaube, 2 Stunden Inaktivität oder 1 Stunde, ich bin mir nicht mehr 100% sicher, schaltet sich dieses Ding auch zum Schutze der Batterien selbstständig aus. Das Sportec hat auch eine Speicherfunktion. Das heißt, ich stelle mir das Ding in der Lautstärke so, wie ich ihn haben möchte, einmal ein und das ist nach dem Ausschalten, beim nächsten Mal einschalten, direkt wieder so. Und das finde ich eine ganz, ganz tolle Sache. Er ist verhältnismäßig kompakt, also ich habe damit jetzt auch gestern auf Landesmeisterschaft Gewehr geschossen, funktioniert auch tadellos. Was man bei beiden sagen muss, das ist aber halt typisch für einen Kapselgehörschutz, man schwitzt wie Hulle. Gerade jetzt gestern wieder, es dürften so 25, 28 Grad in Alsfeld gewesen sein, mir ist die Brühe nur so runtergelaufen. Also das war schon fast ein Schwimmbad in dem Gehörschutz. Aber dafür gibt es halt Hygienepacks, damit man diese auch austauschen kann, wenn sie halt verschlissen sind oder die rissig werden, die Polster etc. Von daher sage ich jetzt ganz ehrlich, mein Favorite ist tatsächlich gegenüber dem Impact Sport der Peltor Sportec. Muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist ein super Gehörschutz zu einem absolut fairen und gerechtfertigten Preis. Von daher, unten, wie gehabt, findet ihr den Link zum Sportec. Ich kann ihn absolut wärmstens empfehlen.